Ein optimal gepflegter Nagel ist nicht nur sehr schön anzusehen. Als Vorbereitung für die Modellage verbessert er das Resultat um ein Vielfaches. Ich zeige dir jetzt, wie du bei einer russischen Maniküre vorgehen kannst. Schiebe zuerst die Nagelhaut vorsichtig mit dem Pro-Pusher zurück. Mit dem Jolifin Diamond Bit Zylinderfein entfernst du die unsichtbare Nagelhaut und Verhornung im Nagelfalz. Stelle deinen Fräser dazu auf 5000 bis 9000 Umdrehungen in der Minute ein. Den Jolifin Diamond Maniküre Bit Kegel Medium verwendest du zum sanften Lösen und Anheben der Nagelhaut sowie zum Kürzen und Glätten von Unebenheiten des Nagels. Zum schonenden Entfernen von Resten hartnäckiger, hochstehender Nagelhaut und Hornhaut im Nagelwallbereich nutzt du den Jolifin Diamond Maniküre Bit Birne Fein. Mit der Jolifin Nagelhautzange entfernst du abgestorbene Nagelhaut. Dabei solltest du sehr vorsichtig vorgehen, um Verletzungen zu vermeiden. Nimm nun den Jolifin Diamond Maniküre Bit Kugelfein für das feine Nacharbeiten und Glätten vom Nagel und der umliegenden Hautpartie. Für einen natürlichen Glanz polierst du den Nagel danach mit dem Promed Polierbit Silikon Fein. Als pflegenden Abschluss massierst du das Jolifin Laveni Nagelöl Refreshing Seduction behutsam ein. So einen großen Unterschied hättest du nicht erwartet, oder? Probiere es doch selbst einmal aus, deine Mary. Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück.